Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Deck-Review. Thema sind Gladiatorengeheuer. Das ist ein kostengünstiges und anfängerfreundliches Set. Kosten liegen so bei 30 bis 50 Euro. Ihr findet die Deckliste in der Videobeschreibung. Ihr findet entlang des Zeitstreifens Timestamps, mit denen ihr skippen könnt, zum Beispiel zu den Kombos oder zu den Testhänden oder halt zu den Beispielduellen. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen, abonniert den Kanal und schreibt ein paar Kommentare, was ihr anders gemacht hättet, Verbesserungsvorschläge fürs Deck oder für die Videos. Damit wäre alles gesagt und wir können anfangen. Wir fangen an mit 3 Gladiatorengeheuer Andal. Warum Andal? Andal ist ein normales Monster und kann gespecialt werden mit Rettungskaninchen, mit Unexpected Die. Ist das Startstück unserer Kombos. Wir recyceln den im Laufe des Duells mehrfach immer wieder aus dem Grave zurück oder auch aus dem Deck, je nachdem, wo wir ihn gerade brauchen. Er lässt sich super einfach beschwören und deswegen ist er halt ideal für das Deck und sollte deswegen nicht gecuttet werden. Also macht halt keinen Sinn, ihn rauszuschmeißen, weil dann funktioniert das Deck eigentlich gar nicht mehr. Dann spielen wir 2 Augustus und einen Vespasius. Vespasius hat genauso wie Augustus den Effekt am Ende der Battle Phase, wenn sie gekämpft haben, kann man sie ins Deck zurückmischen, um einen anderen Gladiatorengeheuer aus dem Deck spezial zu beschwören. Den Effekt haben eigentlich alle Gladiatorengeheuer, das ist so deren Charakteristik. Vespasius hat zusätzlich den Effekt, wenn ein Gladiatorengeheuer-Monster kämpft und du ihn auf der Hand hast, kannst du ihn von der Hand spezial beschwören und alle Gladiatorengeheuer-Monster auf dem Spielfeld erhalten, wenn er beschworen wurde, 500 ATK. Augustus sagt, wenn er gespecialt wird durch den Effekt eines Glad Beasts, dann darfst du ein weiteres Glad Beast von deiner Hand mit Spezial beschwören. Was zum Beispiel super ist, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir ihn beschwören können und wir haben zum Beispiel den zweiten auf der Hand, können wir erst den Augustus beschwören, holen den zweiten. Der zweite muss deswegen in Verteidigungsposition sein, das ist so der Nachteil quasi davon. Aber wir können den Effekt vom zweiten Augustus wieder nutzen, um einen dritten von der Hand zu beschwören. Das heißt, wir können mit einer Karte plus 2 gehen. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Zumal wichtig ist, die 3 Karten sind alle Stufe 5 oder höher, in dem Fall sind sie Stufe 8, was wichtig ist für Thema Editor, weil Thema Editor braucht genau 2 Monster, also 2 Gladiatorengeheuer-Monster, Stufe 5 oder höher. Das heißt, wir brauchen diese Karten hinterher, um unsere Fusion-Monster zu beschwören. Gehen wir weiter. Wir spielen ein Darius, eine Queste, ein Bestiari und eine Artorix. Darius, wenn er gespecialt wird, darf ein weiteres Gladiatorengeheuer-Monster aus dem Friedhofsspezial beschwören. Sein Effekt wird negated und wenn Darius das Feld verlässt, wird das Monster ins Deck zurückgemischt. Equeste, wenn er gespecialt wird, gibt ein Gladiatorengeheuer-Monster vom Friedhof auf die Hand zurück. Bestiari zerstört es aber der Falle vom Gegner und Artorix, die mit wichtigste von den 4 Karten, besagt, dass sie, wenn sie gespecialt wird, darf man ein Gladiatorengeheuer-Monster vom Deck auf den Friedhof schmeißen. Ihr Name sowie ihre Stufe wird zu der Stufe von dem auf dem Friedhof gesendeten Monster. Das heißt, wenn wir ihren Effekt nutzen, um zum Beispiel einen Augustus auf den Friedhof zu schicken oder einen Vespasius auf den Friedhof zu schicken, haben wir direkt ein Stufe 8 Monster auf dem Feld und brauchen nur noch ein weiteres, um Thermal Editor zu beschwören. Warum spielen wir die 4 nur einmal? Ganz einfach. Die Karten können eigentlich nur zerstört werden, zum Beispiel durch Kampf oder durch Karteneffekte. Durch Karteneffekte zu zerstören, dafür haben wir Karten, die dagegen wirken. Und durch Kampf ist relativ unwahrscheinlich, weil wir mit den Karten meistens gar nicht in die Battle Phase gehen. Meistens nutzen wir die Karten nur, um sie zu specialen, deren Effekte zu nutzen, das gegnerische Feld zu zerstören oder eigene Karten auf dem Friedhof rauszuholen. Und um dann die Karten zum Beispiel in einer Fusion weiter zu verwenden für unsere Bossmonster oder für unsere Kombos. Das heißt, die Karten sind eigentlich immer, wenn sie auch im Spielfeld sind, direkt danach wieder im Deck. Wenn sie mal in den Friedhof gelangt, zum Beispiel bei einer Linkbeschwörung oder weil der Gegner es schafft, sie zu zerstören, haben wir trotzdem nur genügend Möglichkeiten, um sie wieder rauszuholen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht mehr als eine Kopie jeder Karte. Das wäre einfach nur Platzverschwendung. Und zu guter Letzt für den Gladiatorengeheuer-Support an sich spielen wir einen Versuchstiger. Man könnte ihn zweimal spielen oder dreimal spielen. Ich persönlich spiele ihn nur einmal, weil
wenn man ihn zweimal auf der Hand hat, bringt er ihm nichts. Man braucht ihn halt nur einmal, weil der Effekt ist, wenn man einen Delatorn-Geheuermonster kontrolliert, darf man ihn specialen, dann kann man ihn als Tribut anbieten, um ein Delatorn-Geheuermonster vom Spielfeld ins Deck zurückzumischen, um ein anderes zu specialen. Und diese Spezialbeschwörung zählt dann als, wie wenn es durch ein anderes Deck spezialbeschworen wurde. Das heißt, der Effekt von dem Monster triggert dann, sobald es beschworen wurde. Der Nachteil ist natürlich jetzt, wenn wir zwei von ihm auf der Hand haben, im Regelfall suchen wir uns mit dem ersten Monster schon genau das Glättis, was wir haben wollen und brauchen dann quasi den zweiten Versuchstiger nicht mehr. Weil wir schon das haben, was wir haben wollen. Das heißt, er nimmt in dem Fall einfach nur noch Platz auf der Hand weg, und zumal ich persönlich, ich finde den Effekt ist nicht so herausragend, dass ich sagen würde, man muss ihn unbedingt auf zwei spielen, weil das ist halt meine persönliche Meinung. Dann kommen wir nun zu einer kleinen Support-Engine. Und zwar der Star-Brigade-Engine. Wir spielen dreimal Kit, dreimal Kiras und einmal Nerval. Wenn man das Geld hat, sollte man Kit rausschmeißen, komplett. Und statt dreimal Kit, dreimal Fraktal spielen. Und statt einem Kiras, einen weiteren Nerval spielen. Ein Fraktal kostet 50 Euro das Playset, und das bin ich einfach nicht bereit auszugeben. Das ist mir aktuell zu teuer, da warte ich einfach auf Reprints, ganz ehrlich. Was sagen die Karten? Nun, alle haben den Effekt, dass sie once per turn kannst du Karten vom Grave verbannen, und zwar Beast Warrior oder Winged Beast Monster. Und dann kannst du ein Link Monster, dessen Stufe gleich der Anzahl der verbannten Karte ist, Spezialbeschwören aus dem Extra-Deck. Das heißt, du kannst eine Link-Beschwörung machen mit Karten aus deinem Friedhof. Kit hat zudem den Effekt, wenn Kit auf den Friedhof geschickt wird, darfst du ein weiteres Star-Brigade-Monster vom Deck auf den Friedhof schicken. Das heißt, sie senden dann in dem Fall zum Beispiel einen Nerval auf den Friedhof, der sagt, wenn er auf den Friedhof kommt, darfst du dir ein Star-Brigade-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Das heißt, wir holen uns Kiras. Und Kiras sagt, wenn du ihn auf der Hand hast, kannst du einen Beast Warrior oder Winged Beast Monster abwerfen, beschwöre ihn spezial. Das heißt, wenn wir diese ganze Kombo mit Kit oder im besseren Fall mit Fraktal anfangen, haben wir hinterher Kit, Nerval plus die abgeworfene Karte im Friedhof, also drei Stück, und können zum Beispiel die drei verbannen durch Kiras Effekt, holen ein Link 3 Monster und können dann mit Kiras und dem Link 3 Monster direkt in Link 4 gehen. Das heißt, wir können direkt First Turn in Appaloosa gehen oder in die Star-Brigade Link 4 Karte. Und das ist halt super geil. Ihr könnt damit halt theoretisch gesehen auch in jede andere Link Karte gehen in dem Extra-Deck, wodurch das halt zu einem idealen Support für das Set wird. Dann spielen wir für den Andal drei Rettungskaninchen. Wenn sie auf dem Feld liegt, ihr könnt sie verbannen, und zwei normale Monster, Stufe 4 oder niedriger, Spezialbeschwören aus dem Deck. Ihr könnt sie leider nicht aus dem Deck speziell beschwören. Das ist so der einzige Nachteil an der Karte. Aber ansonsten ist es halt ein super Supporter für das Set. Weil wenn ihr sie auf der Hand habt, im Regelfall beschwört ihr sie direkt, aktiviert einen Effekt, kriegt zwei Andale aus dem Spielfeld und könnt eure Combo loslegen. Als Handtrap spiele ich drei Geistermädchen und Spukhaus. Das ist halt persönliche Präferenz. Ich mag es einfach mehr mit ihr zu spielen, weil vor allem viele meiner Freunde Decks spielen, die vor allem Effekte benutzen, die auf dem Graveyard in irgendeiner Weise zugreifen müssen. Das heißt, man kann damit gut gegenspielen, zumal das Deck große Probleme hat, wenn Karten zum Beispiel aus dem Friedhof verbannt werden. Das heißt, sobald Karten nicht mehr im Friedhof sind, wird es teilweise schwierig, weil ihr braucht die Karten meistens oder ihr müsst sie in irgendeiner Weise irgendwann später wieder ins Deck zurückbekommen, und wenn die verbannt sind, habt ihr keinerlei Möglichkeit mehr, darauf zuzugreifen. Die einzige Art und Weise, wie Karten verbannt werden dürfen, ist durch eure Star-Brigade-Karten, weil das dann gezielt ist und ihr euch quasi mehr oder weniger darüber Gedanken macht, was ihr verbannen wollt. Aber wenn sie anderweitig verbannt werden, ist das halt nicht gerade gut für euer Deck. Und abschließend eine Barrierestatue der Sturmwinde. Sie sagt, solange sie auf dem Spielfeld liegt, darf nur noch Windmonster bisher beschworen werden. Das heißt im Endeffekt, sobald sie liegt, habt ihr meistens euren Gegner komplett gelockt und er ist nicht mehr in der Lage, sein Board aufzubauen. Nun zu den Zauberkarten. Wir spielen drei Übungsgelände der Gladiatoren. Die Karte besagt, man kann sich ein Gladiatorengeheuer aus seinem Deck für 4 oder niedriger auf die Hand nehmen. Damit können wir zum Beispiel Andal suchen
Oder falls wir zum Beispiel einen Augustus vorhaben zu specialen, können wir damit zum Beispiel vorher schon uns einen Bestiari oder einen Darius auf die Hand nehmen, damit wir den dann durch den Effekt von Augustus mit specialen können. Dann spielen wir 3 Retourkutsche des Gladiatorengeheuers. Die Karte besagt, ist im Endeffekt eine erweiterte Monster-Reborn für Gladiatorengeheuer. Die Karte sagt, du kannst ein Gladbeast von der Hand oder vom Friedhof specialen, dessen Typ ein anderer ist als der Typ von dem Monster, den du bereits kontrollierst. Das heißt zum Beispiel, beherrschst du ein Winged Beast Monster, kannst du ein ungeheuer Krieger oder ungeheuer Monster specialen, aber keine Winged Beast. Die Karte benutzen wir relativ ausgiebig. Das heißt, wenn ihr die Karte zieht, im Regelfall verwendet ihr sie im selben Zug noch. Ist halt mit die beste Karte für das Deck. Ihr könnt halt alles specialen oder aus dem Graveyard rausholen, was ihr gerade braucht. Der einzige Nachteil ist halt nur, es zählt halt nicht als Specialisation durch ein Gladiatorengeheuer. Das heißt, deren Effekte triggern nicht, aber ihr könnt die Monster trotzdem für eine Fusion verwenden oder halt für was anderes. Dann spielen wir 3 Zurückweisungen der Gladiatoren. Die Karte besagt, dass euer Gegner Gladiatorengeheuer-Monster, die ihr kontrolliert, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen kann und nicht zerstören kann, außer in der Battle Phase. Das heißt, sobald die Karte liegt, sind Darius, Equeste und Bestiari nahezu perfekt geschützt, weil die Karten werden die Battle Phase eigentlich im Regelfall gar nicht sehen. Zusätzlich hat sie den Effekt, dass sobald ein Gladbeast aus dem Deck gespecialt wird, dürft ihr ein zweites aus dem Deck specialen mit einem anderen Typen als die Typen, die ihr bereits kontrolliert. Das heißt, ihr kriegt neben einer Special Summon halt noch eine zweite. Der Effekt ist allerdings dann nicht getriggert. Das heißt, ihr holt euch dann zum Beispiel einen Augustus, aber könnt dann halt kein weiteres Monster von der Hand beschwören. Dann, weil wir Andal spielen, spielen wir dem Rettungskaninchen auch noch Unexpected Die. Unexpected Die specialt, solange ihr keine Monster kontrolliert, ein Monster der Stufe 4 oder niedriger, ein normales Monster der Stufe 4 oder niedriger aus dem Deck. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr anfangt, ihr habt die Karte auf der Hand, ist das allererste, was ihr macht, diese Karte zu aktivieren, um den Effekt zu nutzen, um halt ein Monster aus dem Deck zu spezial zu beschwören. Also halt Andar spezial zu beschwören. Und dann abschließlich noch 3 gewöhnliche Karten quasi. Eine vom Grab gerufen, eine Porkommenden Goblin und eine Wiedergeburt. Wiedergeburt ist die wahrscheinlich bekannteste Karte in ganz Yu-Gi-Oh! Im Porkommenden Goblin lässt euch mit statt 40 Karten mit 39 Karten spielen, was halt immer ein Vorteil ist, weil ihr halt dann weniger Karten im Deck habt, wo ihr euch Sorgen drum machen müsst. Und ihr habt vom Grab gerufen, halt die beste Karte zum Beispiel gegen Handtraps oder gegen Graveyard-Effekte. Wenn man sie mehrfach spielen würde, sollte man sie auf jeden Fall mehrfach spielen, wenn man sie mehrfach spielen kann, sollte man sie mehrfach spielen. Kommen wir nun zum Extra-Deck. Im Extra-Deck spielen wir 2 Dominicianus, ein Heraklinus, ein Nirokius, ein Gysarus und 2 Zema Editoren. Das sind die Gladiatorengeheuer-Fusionen, die wir spielen. Gysarus, wenn er beschworen wird, darf man 2 Karten vom Feld zerstören. Man kann ihn am Ende der Battle Phase Deck zurückmischen, um 2 Monster aus dem Deck zu beschwören. Genauso wie mit Nirokius. Für Gysarus braucht man einen Bestiari und einen weiteren Gladiatoren. Das heißt, im Endeffekt beschweren wir ihn im Regulärfall ganz normal durch die Beschwörungskosten, weil es halt mit das günstigste ist, ihn so zu beschwören, weil es sind halt nur 2 Karten und die kriegen wir easy aufs Feld drauf. Nirokius beschweren wir im Regelfall durch Thema Editor. Genauso wie Heraklinus, weil für den bräuchten wir einen Laquari. Laquari spiele ich gar nicht in dem Deck, weil Laquari, naja, halt eigentlich keinen guten Effekt hat. Aber Heraklinus hat einen guten Effekt, weil Heraklinus sagt, wenn dein Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert, darfst du eine Karte abwerfen und den Effekt negaten. Allerdings hat er nicht den Effekt, dass du ihn am Ende der Battle Phase ins Deck zurückmischen kannst. Dominicianus bestimmt, wenn dein Gegner angreift, die Angriffsziele der Monster deines Gegners und kann einmal pro Spielzug einen Monster-Effekt negaten.
Und CMR Editor, das beste Monster von den ganzen Fusionsmonstern, sagt, einmal pro Spielzug darfst du ein Leather-Tongeheuer Fusionsmonster vom Extra der Kristall beschwören, unbeachtet seiner Beschwörungskosten. Das heißt, wir können mit ihm einen Heraklinus beschwören, den wir normalerweise gar nicht beschwören können. Wir können mit ihm einen Norokus beschwören oder einen Dominicianus. Wenn man ein Budget hat und man will das Deck ein bisschen aufbessern, sollte man Herokius rausschmeißen und stattdessen eine Appaloosa spielen oder das Link 4 Monster, das Star Brigade Monster. Aber die sind mir aktuell beide noch viel zu teuer, das heißt, ich werde sie momentan einfach nicht spielen. Sobald sie gereprintet werden, werde ich ihn aber rausschmeißen dafür. Dann spielen wir einen Simok, Vogel der Oberherrschaft. Simok hat den Effekt, dass alle Winged Beast Monster, auf die er zeigt, können nicht mehr als Ziel für Karteneffekte gewählt werden oder zerstört werden durch diese. Genauso wie er. Und während der Endphase kannst du ein Winged Beast Monster aus deinem Deck spezial beschwören. Das heißt, wir können zum Beispiel mit ihm die Barrier Statue spezial beschwören, um das Feld zu locken. Oder wir beschwören mit ihm halt ein Star Brigade Nerval, je nachdem, was wir halt gerade brauchen. Am besten beschwören wir halt Nerval nicht während unserer Endphase, sondern während der gegnerischen Endphase, damit wir ihn auf jeden Fall haben. Denn während unserer Endphase ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Gegner ihn versucht, durch Kampf zu zerstören. Es sei denn, wir haben halt einen Dominicianus auf dem Feld, dann ist es egal, aber haben wir den nicht auf dem Feld, macht es keinen Sinn, Nerval zu beschwören während unserer Endphase. Da spielen wir einen Nightmare Unicorn. Wenn er beschworen wird, darf man eine Karte abschmeißen und meine gegnerische Karte ins Deck zurückzumischen. Das hat einen super guten Effekt, um das Feld freizuräumen, gegen Karten, gegen die wir nichts anstellen können. Dann spielen wir einen Star Brigade Rugal, der Silbergranatenschütze, also das Link 3 Monster der Star Brigade. Hat den Effekt, während der gegnerischen Main Phase darf man ein Beast, Beast Warrior oder Winged Beast Monster von der Hand oder vom Friedhof specialen. Der Effekt wird negated und während der Endphase geht es auf die Hand zurück. Sorgt aber dafür, dass wir mit ihm Karten aus unserem Grave recyceln können, was halt ein super guter Effekt ist. Des Weiteren verlieren gegnerische Monster bei ihm für jeden Typen, den ihr kontrolliert, nachdem der Effekt aktiviert wurde, 300 ATK. Das heißt, ist an sich ein guter Effekt, um gegnerische Monster zu schwächen, bevor der Gegner in die Battlephase geht. Dann spielen wir eine Star Brigade Ferigid Baron Blossom. Einmal pro Spielzug während deiner Main Phase kannst du ein Beast, Beast Warrior oder Winged Beast Monster von deiner Hand specialen. Und wenn sie im Friedhof geht, darfst du eine Karte ziehen und dann eine Karte von deiner Hand unter das Deck legen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sie oder ihn beschwören, durch die Star Brigade Combo, können wir mit ihm und dem bereits auf dem Feld liegenden Star Brigade Monster in Link 4 gehen. Und mit ihr genauso, weil sie kriegt ein weiteres Monster, das heißt, zu den Sabling dann 3 Monster, sie ist Link 2 plus halt die 2 Monster. Damit kann man zum Beispiel in eine Appaloosa gehen, die dann zum Beispiel 3 Effekte negaten kann, was halt ziemlich gut ist für die Field Control. Dann spielen wir ein Leather Tongeheuer Dragazes. Dragazes spielen wir, falls unsere Hand so beschissen ist, dass wir nichts anrichten können mit unserer Hand, können wir immer noch in ihn gehen. Nachteil ist nur, wir brauchen die Battle Phase. Das heißt, wenn wir First gehen und wir können nur Dragazes beschwören, sind wir trotzdem im Nachteil, weil der Effekt von ihm ist, er kann nicht durch Kampf zerstört werden, andere Leather Tongeheuer können das auch nicht. Und während der Ende des Battle Phases kannst du ihn, nachdem er gekämpft hat, ins Deck zurückmischen, um 2 Gladbeasts vom Deck Spezial zu beschwören. Das heißt, man kann mit ihm dann in Main Phase 2 noch Kombos spielen, was halt ganz praktisch ist. Wir spielen 2 Versuchspanther, die wichtigste Linkkarte in dem Deck. Wenn sie beschworen wird, dürfen wir uns eine Gladiator-Karte vom Deck auf die Hand nehmen. Meistens ist das die Retourkutsche. Des Weiteren können wir einen Gladbeast vom Feld wählen, ins Deck zurückmischen, um einen anderen zu specialen. Und diese Spezialbeschwörung triggert dann den Effekt von einem Gladbeast. Das heißt, wir können zum Beispiel mit ihnen eine Art Torix beschwören, um dann den Effekt von ihr zu triggern, um einen Augustus auf den Friedhof zu schicken, Spezial zu beschwören, um dann halt zum Beispiel in die Combo zu gehen, um ein Thema Editor zu beschwören oder irgendwas anderes zu beschwören. Und abschließend eine Linkspinne. Falls ihr 2 Andal auf der Hand haben solltet, beschwört den ersten normal, geht mit ihm die Linkspinne, beschwört den zweiten Spezial und geht mit den beiden in Versuchspanther rein und schon könnt ihr eure Combo ganz normal durchspielen.
Kommen wir nun zur Kombo des Decks. Ich mache das Ganze jetzt hier einfach in Edo-Pro, einfach der Einfachheit halber. Wir haben einen Expressed Dare auf der Hand, Rettungskaninchen, eine Comeback, eine Kit und einen Atorix. Wir aktivieren zunächst einmal einen Expressed Dare, da wir noch keine Monster kontrollieren, können wir einen Dartwitz beschwören. Wir schwören dann normal unser Rettungskaninchen, um das zu verbannen, um uns zwei weitere Andal zu holen. Hierbei ist es eigentlich noch irrelevant, wo wir sie hinbeschwören. Relevant wird später erst, wenn wir in die Versuchsbeschwörung reingehen, weil die Zonen, die drei unter der linken Monsterzone, sind genau die Zonen, die von Simok getargetet werden. Das heißt, wir sollten die Zonen frei halten, um da halt Winged Beast Monster reinzusammeln. Jetzt gehen wir mit den beiden Andal aber erstmal in den Testpanther rein. Aktivieren Testpanthers Effekt und nehmen uns. Es ist eigentlich egal, was wir uns auf die Hand nehmen. Ich glaube, in dem Fall nehmen wir uns einfach eine Comeback auf die Hand. Wir aktivieren Testpanthers Effekt. Wir packen eine Andal ins Deck zurück und special in unserem Fall Augustus. Da wir Atorix auf der Hand haben, hätten wir Atorix zum Beispiel im Deck, würden wir jetzt normalerweise Atorix holen und dann mit der ausgewählten Comeback, den auf Friedhof geschickten Augustus ebenfalls mitzuholen. Das heißt, in dem Fall haben wir Atorix auf der Hand, wir können sie also nicht aus dem Deck specialen, wir müssen also auf Augustus zurückgreifen. Das heißt, wir nutzen seinen Effekt jetzt und specialen Atorix. Jetzt nutzen wir ihren Effekt und schicken einen weiteren Augustus auf den Friedhof. Und schon haben wir zwei Stufe 8 Monster auf dem Spielfeld liegen und können in Tamer Editor reingehen. Und dem beschwöre ich es am liebsten immer ganz nach außen, damit ich die Zone hier auf jeden Fall frei halte. Jetzt kann man schon direkt die Comeback aktivieren, um den auf dem Friedhof liegenden Augustus aus dem Friedhof zu holen. Jetzt können wir den Effekt von Tamer Editor aktivieren. Beschwören uns in dem Fall einen Dominicianus für 4 Control. Und machen mit dem Testpanther und dem Augustus einen Simorgh. So. Und wenn wir jetzt in die Endphase reingehen, beziehungsweise wir könnten jetzt noch theoretisch gesehen die Karte setzen, um so zu tun, als hätten wir eine Backrow, das ist einmal eigentlich irrelevant. Wenn wir jetzt in die Endphase reingehen, nutzen wir den Effekt von Simorgh und specialen aus dem Deck die Barrier Statue in eine der drei Zonen. Wichtig, weil Simorgh zeigt halt auf exakt diese drei Zonen und nur wenn Simorgh auf die Barrier Statue zeigt, wird sie auch geschützt. Und jetzt haben wir auf dem Feld eine Karte liegen, die Karte kann nicht getargetet werden für Karteneffekte oder zerstört werden, genauso wie Simorgh. Unser Gegner kann nicht mehr frei entscheiden, wen er angreifen möchte und wir haben ein Monster, die Geld auf dem Spielfeld liegen. Also an sich ein sehr solides Board. So, kommen wir nun zu generischen Beispielhänden. In dem Fall haben wir eine Atorix auf der Hand, eine Ghost Bell, ein Andal, Comeback und ein Rescue Rabbit. Was wir jetzt in dem Fall machen ist, wir beschwören Rescue Rabbit. Wir aktivieren seinen Effekt, banishen sie, holen uns zwei Andal Spezial. Gehen mit beiden Andal in einen Testpanther. Und fügen unserer Hand eine zweite Comeback hinzu. Das ist jetzt in dem Fall auch wieder irrelevant, da wir Atorix auf der Hand haben. Wenn wir Atorix auf der Hand haben, fällt die Combo leichter aus, weil wir eine Comeback weniger brauchen, um halt einen Fullboard zu spielen. In dem Fall könnten wir theoretisch gesehen sogar sagen, wir könnten noch einen Augustus auf die Hand nehmen. Dann würden wir uns die Comeback theoretisch gesehen komplett sparen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Wir aktivieren die erste Comeback und specialen einen Andal aus dem Friedhof. Mischen den jetzt ins Deck zurück, um uns den ersten Augustus zu holen. Nutzen jetzt seinen Effekt für den 2. Augustus und nutzen seinen Effekt für Atorix
und senden es mit Artorix. Eigentlich ist es jetzt schon egal, was wir auf dem Friedhof schicken. Wir können natürlich auch extra die Karten auf dem Friedhof schicken. Wir haben schon zwei Stufe 8 Monster auf dem Feld, das heißt, theoretisch gesehen könnten wir jetzt noch was anderes auf den Friedhof schicken. Aber ich schicke jetzt ein Vespasis auf den Grave, damit wir sie nutzen können, damit wir mit dem 2. Augustus, weil der Winged Beast ist, und Testpanther hinterher wieder in Simmer gehen können. Und jetzt, so wie immer, überschwören den Thema Editor. Beiden Karten gehen ins Deck, überschwören den aus in Verteidigungsposition. Nutzen seinen Effekt und beschwören einen Dominicianus. Theoretisch gesehen könnten wir auch in Heraklinus gehen, wenn wir noch einen auf der Hand haben und ihn abwerfen können. Allerdings zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir die Möglichkeit haben, in Simok zu gehen, macht es halt dann mehr Sinn, Dominicianus zu machen, weil wir so dann die beschworene Barristarche schützen können. Haben wir keine Möglichkeit, in Simok zu gehen, macht es mehr Sinn, in Heraklinus reinzugehen, weil Heraklinus dann natürlich die besseren Interruptions bieten wird. Und jetzt final. Man könnte es theoretisch gesehen auch sagen, wir gehen mit den beiden in sie. Und wir stechen denen noch, aber das bringt uns aktuell gerade gar nichts. Das heißt, wir gehen mit den beiden jetzt in der Simmark, beenden den Zug. Simmark's Effekt aktiviert sich und wir holen die Barrier Statue und wir haben das Field gelockt. Kommen wir nun zu einer zweiten Testhand. Wir haben in diesem Fall zweimal Proving Ground, eine Called by the Grey, Aspasius und einen Rescue Rabbit. Jetzt aktivieren wir zunächst einmal den Proving Ground und fügen unserer Hand einen Atolls hinzu. Das macht einfach die Combo deutlich angenehmer. Wenn sie im Deck wäre, ist es kein Nachteil, dann würde man statt Augustus halt einfach sie specialen und mit der Retourkutsche halt den Augustus aus dem Friedhof wieder rausholen. So spart man sich halt einfach eine Retourkutsche. Das ist alles eigentlich. Man könnte jetzt noch mit der Proving Ground sich den anderen Gladbiss auf die Hand nehmen. Brauchen wir zurzeit aber gar nicht. Das heißt, wir bestellen jetzt erstmal normal. Rescue Rabbit. Banischen sie, holen uns zwei Andal. Was wir jetzt machen ist, wir holen uns mit der Proving Ground den dritten Andal aus dem Deck, weil jetzt können wir nämlich einfach mit einem von dem Andal in die Linksbinde gehen, sind immer noch bei zwei Monster auf dem Spielfeld, können die Linksbinde aktivieren und holen uns den zweiten Andal und können jetzt mit Andal und Linksbinde in Testpanther gehen. Und haben weiterhin einen Andal auf dem Spielfeld, den wir dann ins Deck zurückmischen können. Das heißt, wir können uns jetzt in dem Fall eine Retourkutsche auf die Hand nehmen, aktivieren den Effekt von Testpanther, mischen Andal ins, ins Deck zurück, Special Augustus, benutzen den Effekt von Augustus, um Atorix zu specialen, und wir schicken den 2. Augustus vom Deck auf den Friedhof. Und jetzt ist es eigentlich wieder so wie immer, wir gehen in Thema Editor ran. Also man merkt, diese Thema Editor Combo funktioniert eigentlich immer. Das ist somit das solideste, ist schon nur kurz aufpassen. Noch haben wir einen Beast Warrior und Beast Monster auf dem Spielfeld, das heißt noch können wir die aktivieren, um ohne Probleme den Augustus aus dem Friedhof zu holen. Wir könnten jetzt theoretisch gesehen auch sagen, wir holen den Vespasius speziell, aber Vespasius hat den Vorteil, wenn wir kämpfen, also sprich, wenn ein Galatonga-Monster von uns angreift oder angegriffen wird, können wir ihn specialen. Das heißt, in dem Fall macht es keinen Sinn, die Comeback dann für ihn zu verschwenden, sondern wir holen uns einfach den Augustus. Gehen jetzt einfach schon spezial mit Augustus und Testpanther in einen Simmog. Wir nutzen den Effekt von Thema Editor, specialen den Dominicianus, setzen die Court by the Grave verdeckt, gehen in unsere Endphase und specialen wieder die Barrier Statue. Und naja, das ist somit das Einfachste, was man mit diesem Deck spielen kann. Also die Main-Combo, damit habt ihr eine relativ gute Field-Control. Und naja, ihr merkt, es ist super einfach, das Feld so aufzubauen. Wenn man zum Beispiel jetzt noch eine
Triebrigade-Karte auf der Hand hätte, könnte man zum Beispiel dann mit der nach versuchen, mit den abwärtsfliegenden Karten dann im nächsten Zug Blickbeschwörungen zu machen und da das Feld weiter auszubauen, aber das ist im Regelfall gar nicht nötig, weil allein das, was dann schon liegt, so viel Consistency bietet, dass der Gegner Schwierigkeiten hat, dagegen zu spielen.